Äußerungen in diesem Video sind nicht die Äußerungen von Augen auf Medienanalyse. Es sind die Worte des US-amerikanischen Autoren Greg Rees und werden hiermit von uns lediglich übersetzt und im gesetzlich gesicherten Rahmen der freien Zugänglichkeit von Informationen 1:1 ungeprüft und unkommentiert für dich zur Verfügung gestellt. Was auf Amerikas College Campus passiert ist, ist erschreckend. Antisemitische Mobs haben die Führung an Universitäten übernommen. Sie fordern die Vernichtung von Israel. Das ist skrupellos. Es muss gestoppt werden. Es muss verurteilt werden. Es muss unmissverständlich verurteilt werden. Als Netanyahu verlangte, die Proteste gegen Israel zu stoppen, kam die US-Regierung dem nach. Denn unsere Kongressmitglieder wurden alle mit Steuergeldern gekauft und bezahlt, die dem American Israeli Political Action Committee gegeben wurden, bekannt als APEC. Das APEC gibt damit auf seiner offiziellen Webseite ganz offen an, weil es sich nicht nach dem Foreign Agents Registration Act registrieren lassen muss, welcher von Agenten ausländischer Auftraggeber verlangt, sich zu registrieren und Transparenz zu gewährleisten. Ab 1962 waren sie unter dem Namen American Zionist Council bekannt und Präsident John F. Kennedy ordnete an, dass sie sich als ausländischer Agent registrieren lassen. Zusammen mit Mitgliedern der US-Regierung kämpften die Zionisten dagegen an. Im Oktober 1963 wurden die Formulare für die Registrierung vorbereitet. Aber schon im nächsten Monat wurde JFK ermordet und Israel wurde seitdem nie wieder aufgefordert, sich registrieren zu lassen. 4 Jahre später griff Israel die USS Liberty an, ermordete Dutzende von Amerikanern und verletzte über 100. Die US-Regierung half ihnen, dies als Unfall zu vertuschen. Am Tag des 11. September wurden 5 Israelis, die den Einsturz der Zwillingstürme fotografierten und feierten, festgenommen und mehrere Wochen lang inhaftiert. In später durch FOIA-Anfragen freigegebenen Dokumenten schwärzte das FBI ihre Gesichter auf den Bildern ab, auf denen sie vor den brennenden Türmen posierten. Sie wurden als fröhlich und gut gelaunt beschrieben. Einer von ihnen erklärte, Israel hat jetzt die Hoffnung, dass die Welt uns verstehen wird. Am Ende des freigegebenen Dokuments wird gefragt, ob sie von dem Ereignis wussten und es filmten, und die Antwort wurde geschwärzt. Sobald sie freigelassen wurden, kehrten sie nach Israel zurück und traten im Fernsehen auf, wo sie bestätigten, dass die Antwort Ja lautete. Tatsache ist, dass wir aus einem Land kommen, das täglich Terror erlebt. Unser Ziel war es, das Ereignis zu dokumentieren. Die tanzenden Israelis hatten gefälschte Studentenausweise und in mehreren Meldungen über verdächtige israelische Kunststudenten wurde berichtet, dass sie in Regierungsgebäude eindrangen. Über 100 dieser israelischen Kunststudenten wurden verhaftet. Fox News berichtete, dass diese Kunststudenten in militärischen Geheimdienst- und Sprengstoffeinheiten dienten. Die Mehrheit der Befragten gab an, im militärischen Nachrichtendienst, in der elektronischen Überwachung und oder in Sprengstoffeinheiten gedient zu haben. Im März 2000 wohnten mehrere dieser Mossad-Kunststudenten im Rahmen des World Views Artist in Residence Programms im World Trade Center. Sie bewohnten die Stockwerke 90 und 91, in denen die Wände noch nicht fertiggestellt waren und die Balken noch frei lagen. Ein Mitglied dieser Künstlergruppe, Hanan Serfati, wurde von der DEA verhaftet als Teil des israelischen Spionagerings. Aber die Identitäten von 14 weiteren Israelis, die mit ihm zusammen waren, wurden nie veröffentlicht. Diese israelischen Künstler teilten den Raum mit einer Gruppe österreichischer Künstler namens Gelatine, die an einem Projekt namens The Bee Thing arbeiteten, bei dem die Fenster am 91. Stock des Nordturms entfernt wurden. Ein kleiner Balkon wurde gebaut, auf dem Menschen stehen konnten, während ein Hubschrauber Fotos machte. Eine andere Gruppe, E-Team genannt, verwaltete den Hubschrauber mit der Nummer N666LH. Dieser Hubschrauber sollte in einer für den 11. September 2001 geplanten Kunstausstellung zur Erinnerung an dieses Projekt gezeigt werden. Im März 2001 hatte das E-Team ein Kunstprojekt mit dem Namen 127 Fenster. Offiziell wollten sie ihren Namen auf die Außenseite des Turms schreiben. Sie hatten eine Darstellung, wie das Projekt aussehen sollte, aber es scheint, es fand nie statt. Und am 11.09. crashte der American Airlines Flug 11. genau in diese Stelle, an der sie das angeblich vorhatten. 2001 veröffentlichte Gelatine ein Buch zu dem Projekt und bezeichnete es als konspiratives Werk. Es enthält eine Zeichnung, wie jemand kopfüber aus dem 91. Stockwerk fällt, mit den Worten 300 Meter pures Vergnügen. Gelatine wurde ursprünglich genauso geschrieben wie der Sprengstoff
aber 2005 offiziell geändert. Und der Bericht der 9/11-Kommission erwähnt weder Gelatin noch das E-Team noch einen der israelischen Mossad-Kunststudenten. Berichtet für Infowars. Ich bin Greg Ruiz. Augen auf Medienanalyse, privates Engagement, total unabhängig, komplett unkommerziell, rein aus Leidenschaft. Wenn du uns belohnen willst, abonnier den Kanal, schau die Videos an, schreib hier und da einen Kommentar und wenn dir ein Video gefällt, dann like es.